Hi. Heute besprechen wir die Frühjahrsprüfung 2017 Version B. Die Prüfungsdateien könnt ihr euch runterladen unter AKA Nürnberg. Den Link habe ich in meiner Videobeschreibung drin. Da könnt ihr die Dateien downloaden. Die Originalprüfungsaufgaben müsst ihr euch käuflich erwerben. Beim U-Form Verlag gibt es die. Ich habe mit denen zwar jetzt schon mal Kontakt aufgenommen, darf aber bis jetzt noch keinen Link direkt reinstellen. Also fragt eure Ausbilderinnen und Ausbilder, die müssen das käuflich erwerben. Gut. In dem Sinn werde ich auch wieder ein paar Zeitstempel in der Videobeschreibung machen, dass ihr dann direkt zu den einzelnen Aufgaben springen könnt. Und ich werde euch diesmal meine Beispiellösung auch mit verlinken in der Videobeschreibung, dass ihr die downloaden könnt. Gut, in dem Sinn viel Erfolg. Wir sehen uns nach dem Intro. Dann kommen wir jetzt mal gleich zur ersten Aufgabe. Da geht es darum, dass ihr in Excel diese Belastung am Arbeitsplatz ermitteln sollt. Ich bin jetzt schon mal einen Schritt weiter gegangen. Ihr sollt einfach hier diese ganzen Sachen übernehmen, wie es in der Anlage 1 ist. Gezeigt ist, ich bin da jetzt nicht nochmal direkt drauf eingegangen. Achtet aber bitte auf Folgendes. Und zwar, dass die Überschriften immer so wie in der Aufgabe angegeben sind, in 12 PT und Fett sind und dass hier alles in Areal ist. Ja. Verändert auch nichts von den Vorgaben, also wo was ist, weil wir brauchen das hier hinten dann später, weil wir hier so eine Dropdown-Liste zum Auswählen haben. Gut, kommen wir zum ersten Punkt. Ich mache das mal ein bisschen größer. Wir sollen Anzahl der Nennungen. Ich sehe jetzt hier schon Anzahl der Nennungen. Da denken viele gleich, okay, Anzahl, aber wir wollen ja etwas zählen. Also zählen, wenn ein A in einer Tabelle vorkommt. Gucken wir uns das an. Also zählen, wenn. Und jetzt gucken wir den Bereich an, da wird uns gesagt, das ist in L8. Da gucken wir rein. Und wichtig ist hier nicht, das alles zu markieren, das kann zu Fehlern führen, sondern wir wollen ja nur aus dem hinteren Tabellenbereich nehmen. Und dass wir diese Tabelle, also diese Matrix, die wollen wir festsetzen, weil wir dann die Formel ziehen möchten. Also hier auch wieder F4. So, und dann, ich mache das immer ohne Funktionsassistenten, Semikolon, und dann seht ihr, ich bin hier bei Suchkriterium. Das Suchkriterium ist wieder in meiner Ausgangstabelle. Das ist dann hier vorne das A. Wenn ich das Ganze habe, mache ich den Klammer zu, drücke Enter, 13 Stück. Ich verzichte mal drauf, das jetzt mit der Hand nachzuprüfen und Doppelklick auf den Anfasser. Dann kommen wir hier unten an. Wir sehen schon Gesamt. Das heißt, hier müssen wir irgendwie anscheinend eine Summe bilden. Also auch wenn das vielleicht später kommt. Ich glaube, so viel kann man sich selbst schon ausmalen, dass hier eine Summe zu bilden ist. Gut, und damit habe ich 120. Wichtig ist hier DIN-konform. Das heißt, die Zahlen sind alle immer Die nächsten rechtsbündig. Aufgabe sollen Das heißt, wir hier kurz das hinten Ganze diese markieren und Einflussgrößen rechtsbündig. Ermitteln. Und dann ist das soweit. Mit dieser Dropdown-Liste gucken wir defekte Deckenleuchten. Das könnte Beleuchtung sein. Ja, das nächste Sonnenwärme, Klima und so weiter. Ja, jetzt habe ich das fix ausgefüllt. Ihr könnt euch das alles ja auch in Ruhe nochmal in der Beispiellösungsdatei anschauen. Gut, ich scroll mal runter. Jetzt müssen wir hier in dem Bereich Auswertung. Ja, hier soll jetzt die Anzahl der Nennungen eingetragen werden oder andersrum geschrieben, immer dann, wenn Akustik genannt wird, soll er zählen, wie oft das hier vorkommt. Also hier haben wir zum Beispiel 7-mal Akustik, hier kann man nochmal 23 Akustik dazu, das macht dann 30. Und immer wenn ihr schon so eine Struktur seht, ja, dann ist das eine Summe-Wenn-Funktion. Probieren wir das aus. Ich mache auch wieder ohne Funktionsassistenten das Ganze. Also ich nehme die Summe-Wenn-Funktion. Jetzt ist sie eigentlich ganz einfach aufgebaut. Es geht hier darum, in welchem Bereich. Das heißt, immer dann, wenn in diesem Bereich das Suchkriterium auftaucht, den Bereich müssen wir wieder festsetzen, weil wir wollen ja dann ziehen. Unser Suchkriterium ist das hier vorne.
Das setzen wir nicht fest, damit wir immer das darunter nehmen wollen. Also immer wenn wir in dem Bereich dieses Suchkriterium finden, dann soll er in dem Bereich, den wir jetzt markieren, summieren. Das heißt, das ist der. So, und da wir das auch ziehen wollen, setzen wir diesen Bereich auch fest, machen die Klammer zu, Enter, 37 Stück. Gut, dann auch hier wieder kurz über den Anfasser. Wir sehen hier wieder Gesamtnennung, heißt auch wieder automatisch eine Summe bilden. Wir ziehen das Ganze hoch und auch hier gilt rechtsbündig. Anteil an der Gesamtanzahl der Nennung in Prozent. Kurz vorab, immer wenn hier schon da steht in Prozent, heißt es, dass ihr nicht diese Prozent-Taste oder diesen Prozent-Button hier drückt. Also nicht in Prozent formatieren. Das heißt, hier soll eine normale Zahl erscheinen, die ihr dann auch auf Corporate Design technisch dann anpasst. Gut, machen wir das Ganze mal. Das ist eigentlich mal ganz einfach, einen Anteil zu ermitteln. Anteil heißt immer, wie viel ist das von dem? Also wie viel ist 37 von 120? Und immer wenn ich das so sprechen kann, das von dem, bedeutet das von immer hier ein Bruchstrich. Also wie viel ist 37 von 120? Heißt zu Deutsch, sage mir, wie viel ist das durch das? Da ich dann ziehen will, muss ich das wieder festsetzen. Jetzt kommt hier ein Wert raus, das ist 0,03, das sind also 0 oder ein Drittel. Was das zu Deutsch ist, ist der Wert in Prozent, wenn ich das mal 100 nehme. Oder andersherum, ich mache das mal kurz zurück, wenn ihr hier auf die Prozent-Taste drückt, dann macht er 31% raus. Das ist im Endeffekt genau das, was hier eigentlich auch passiert. Er rechnet im Hintergrund mal 100. Das machen wir also hier in die Formel rein. Das Ganze mal 100. So, jetzt gucken wir kurz in die Corporate Design Anweisung. Die sagt, bei Tabellenkalkulation Prozentsätze mit zwei Dezimalstellen, da hier keine Rundungsanweisung ist, können wir das hier oben einfach über den Button machen. Dann haben wir auch 83, also hier hinten 0,83, das passt. Dann klicken wir das wieder hier breit. Wir machen hier unten wieder eine Summenfunktion. Und machen die Klammer zu und das Ganze 100%, vollkommen korrekt. Und auch hier gilt wieder, dass in Zahlen sind rechtsbündig zu formatieren. Ja, schauen wir kurz in die Aufgabe, die als nächstes kommt, oder ist ja immer noch in 1.4 drin. Das heißt, wir sollen in der Spalte Priorität eine 1 zuweisen, wenn die Anzahl der Einflussgröße größer als 30%, eine 2 größer als 20%, ansonsten eine 3. Wenn wir das schon sehen, sind hier drei Werte, die rausgeworfen werden können. Das heißt, haben wir eine verschachtelte Wenn-Funktion. Und immer dann, wenn ihr so Vergleiche macht mit Prozenten, empfehle ich euch immer von groß nach klein anzufangen, ansonsten muss man ein bisschen was umstellen. Das hat folgenden Effekt. Ich mache kurz die Lösung rein und dann erzähle ich mal den Effekt, was da so passiert. Also ist gleich wenn. Also wenn diese Zelle größer ist, und das zum Glück haben wir hier keinen Prozentwert drin, da sage ich auch gleich was dazu, also größer ist als 30, dann soll er eine 1 eintragen, sonst. Jetzt sind wir wieder in ein, jetzt machen wir wieder eine Wenn-Funktion. Wenn diese Zelle größer ist als 20, dann soll er eine 2 eintragen, ansonsten soll er eine 3 eintragen. Erste Klammer zu für die erste, für die zweite Wenn, zweite Klammer für die gesamte Wenn. Eine 1. Kommt auch hin. Gucken wir das, passt das alles, auch hier wieder Zahlen, wir machen das Ganze wieder rechtsbündig. Kurz zur Erklärung hier. Die Frage, wenn ich das andersrum drehe, das heißt hier, wenn der Wert, der jetzt getestet wird,
kleiner ist, angenommen als 3. Also angenommen, wir haben den Wert jetzt hier unten 20,8. Guckt er den ersten hier rein, sieht, ist der Wert größer als 30? Nein. Das heißt, er springt automatisch hier in die nächste Wenn-Funktion. Das ist die Sonst-Bedingung. Dann guckt er, ist der Wert jetzt größer als 20? Ja, dann wirft er hier die 2 aus. Ansonsten die 3. Also von groß nach klein ist immer relativ simpel. Wenn wir das andersrum gedreht hätten, also hätten wir jetzt gesagt, ist der Wert hier, zum Beispiel, ich hätte es mal andersrum mal gemacht, ich hätte gesagt, ist der Wert hier zum Beispiel größer als 10 oder so, dann eine 1 oder eine 3. Das heißt immer, wenn ich mit dem kleineren anfange, also mit dem kleinsten Wert hier, dann habe ich immer den Effekt, dass fast alles ein Ja wäre und immer hier die 1 stehen würde. Das heißt, wenn ihr also irgendwas testet, macht das bitte bei diesen Wenn-Funktionen immer möglichst immer von groß nach klein. Also das heißt, die kleineren Werte, also das ist größer als das, das meine ich mit den kleineren Wert, diese hier, diese beiden, das immer von links nach rechts fallend. Ja. Das nächste, auf was ich euch aufmerksam machen möchte, ist hier, dass wir hier eine 1, eine 2, eine 3 haben. Da das Zahlen sind, setzt das bitte nicht in Anführungszeichen. Kann man zwar machen, aber sobald ich das jetzt hier in Anführungszeichen gesetzt habe, ist da keine 1 mehr, sondern da ist der Text mit dem Zeichen 1. Das hat den Nachteil, wenn wir dann später mal suchen müssten, diese Zahl, kann es sein, dass er die nicht findet, weil wir den hier in dem Sinne als Text markiert haben. Also manche Excel-Versionen erkennen das, checken das, aber manche eben halt auch nicht oder je nachdem, wie der Rechner eingestellt ist. Gut, das haben wir. Das nächste, was wir noch haben, hier haben wir größer als 30. Da wir hier die Werte mal 100 genommen haben, ist das der richtige Wert. Wenn wir hier Prozentwerte drin gehabt hätten, wäre das hier falsch. Da hätten wir nicht testen müssen, größer als 30, sondern wir hätten entweder sagen müssen, größer als 30, Prozentzeichen. Oder wir hätten sagen müssen, größer als 30, also 30% ist ja nichts anderes wie 0,3, also größer als 0,3. Dann wird das okay. Also immer darauf achten, wenn ich hier Prozentwerte habe, ist der Wert, der hier angezeigt wird, immer schon mal 100. Das heißt, wenn ich das hier in so einer Wenn-Funktion verhackstücke, muss ich das berücksichtigen. Gut, ja, also dann passt es auch. Prioritäten haben wir gesetzt. Heißt also zu Deutsch, wenn wir das hier uns angucken, Akustik ist anscheinend eine der schwierigeren Sachen, die angegangen werden müssen, und Beleuchtung. Okay, dann räumen wir mal hoch, geht's gleich weiter. Da kommen wir eigentlich zu einer von meinen Lieblingsaufgaben. Hier geht es darum, dann hier nochmal Anzahl der Nennungen bei dem Umfragetest zu laut Druckgeräusche. Es gab da zwei Lösungsvorschläge. Die eine Version ist halt wirklich so die Hobby-Baumarkt-Lösung. Ja, also ich sage einfach, hier ist gleich... Gucke ich ganz kurz, zu laute Druckgeräusche, zu laute Druckgeräusche, da, 23. Ja, super. Gut, die Profilösung und das, was ihr bitte anstreben sollt, ist hier an der Stelle der S-Verweis. Also wenn ihr kein Blassen habt, wie der S-Verweis funktioniert, dann Herrgott nochmal, macht dann ist gleich und ein Zellbezug da rein. Aber es gibt Punkte auf den S-Verweis und nicht auf den Zellbezug. Also gucken wir uns das an. S-Verweis ist hier die richtige Version. Das heißt, ich suche diese Zelle, diesen Text in dieser Zelle, den suche ich in einer Matrix. Und immer wenn ich S-Verweis habe, muss die erste Spalte der Matrix die sein, in der mein Suchkriterium drin ist. Und das ist meine Matrix. Die setze ich auch fest. Und ich suche dann natürlich in der zweiten Spalte und mein Verweisbereich ist hier falsch. Das heißt also, ich will eine genaue Übereinstimmung, ich will genau exakt diesen Text in dieser Matrix finden und mache die Klammer zu, Enter
Das passt hervorragend. Hier hat er ein NV, klar, weil hier kommt kein S-Verweis rein, sondern hier kommt eine Summe. So. Auch hier wieder haben wir Zahlen, Zahlen rechtsbündig. Gut, tut mir einen Gefallen, S-Verweis, der ist echt billig. Und wenn ihr meine ganzen Prüfungsbesprechungen durch habt, dann S-Verweis überhaupt kein Problem mehr. Gut. Vor was auch viele immer Horror haben, ist hier diese prozentuale Abweichung. Auch hier wieder sehe ich prozentual schon drin in dem Text in dieser Überschrift. Heißt für mich automatisch, hier unten werden keine Prozent Symbole angegeben. Also auch wieder ganze Zahlen. Hier unten habe ich noch kurz die Summe vergessen. Machen wir das auch noch mal kurz rein. Gut. Und auch rechtsbündig. Also, prozentuale Abweichung heißt nichts anderes. Um wie viel weicht dieser Wert hier aus Nennung 17 von 2010 ab? Wenn ich eine Abweichung haben will, geht es relativ simpel, indem ich erst einfach mal die beiden miteinander vergleiche. Ich vergleiche das, ich subtrahiere sie, also von meinem, das war falsch, von diesem Wert ziehe ich diesen ab. Kommt 3 raus. Und die prozentuale Abweichung wäre jetzt, wie viel ist 3 von dem Wert hier? Das heißt wieder, wie viel ist 3 durch das? So, wenn ich jetzt hier das Ganze so machen würde, dort hier noch ein Dings dran setzen und hier nochmal die 20 anklicken, funktioniert das nur zum Teil ganz gut, weil wir Punktrechnung vor Strichrechnung haben. Das heißt, wir müssen hier diese Strichrechnung erstmal in Klammern setzen. Das heißt, den Wert, den ich aktuell habe, davon ziehe ich den Wert, mit dem ich vergleiche, ab. Diese Summe, kann man auch sagen, die dividiere ich durch diesen Wert, zu dem ich vergleiche. Also hier steht auch das Wort zu drin. Zu heißt auch wieder hier Bruchstrich. Gut, wenn ich das Ganze habe, kommt hier ein Wert raus. 0,15. Und entweder, wie gesagt, hier hätte ich auf Prozent geklickt, wären das 15%. Darf ich aber nicht. Das heißt, ich muss hier an der Stelle wieder mal 100 sagen. Also das minus das durch das mal 100. Und dann müssten 15% rauskommen. Da Prozentangaben mit 2 Nachkommastellen zu setzen sind, machen wir hier noch ein paar Kommastellen dran. Passt das auch. Und theoretisch können wir das einfach ziehen, weil das einfach die nächste korrekte Tabelle ist. Und auch hier wieder Zahlen rechtsbündig. So einfach war das. Ja, ich versuche es nochmal gleich hier oben mit reinzuschreiben, wie es geht. Aber wenn ich immer mal rüber gucke, ja, mein Aufnahmeprogramm ist auf der anderen Seite. Ja, kommen wir zum Diagramm. Das ist ein bisschen Bastelarbeit gewesen, damit man da auch drauf kommt, was sie da haben wollten. Gibt es so zwei Möglichkeiten, die relativ simpel sind. Also ich markiere mir dieses hier, also diese Zeile. Das heißt, ich möchte ja auf einer Seite, also auf einer Seite sollen die zu lauten Druckgeräusche stehen und da immer geteilt 2017, 2010 und auf der nächsten diese Blendung auch 2017, 2010. Also nehme ich immer den Strang raus. Also hier ist der ganze Strang. Einmal den mit Steuerungstaste, den anderen einfügen und nehmen hier eine Säulengrafik. Gut, jetzt ist die noch nicht so, wie ich die gerne hätte. Ich klicke also das Diagramm an. Das heißt, er hat das noch nicht so umgesetzt. Das heißt, ihr seht, hier noch ist blau, sind alles die Druckgeräusche und rot sind die Blendungen. Das muss andersrum sein. Da gibt es hier oben bei Diagramm Tools, gibt es Zeile und Spalte vertauschen. Wenn ich da drauf klicke, seht ihr hier, so wie das schon sein soll. Zu laut Druckgeräusche auf dieser Seite, Blendung auf dieser Seite. Gut, in der Vorlage ist das so, dass hier diese Lücke dazwischen weg sein soll. Da gibt es einen ganz kleinen Trick. Hier oben gibt es Schnell-Layouts.
Wenn ich da drauf gehe, habe ich nämlich gerade im ersten dieses Schnelllayout drin. Das klicke ich mal an und dann habe ich schon mal die Lücke weg. Gut, jetzt steht hier noch Datenreihen 1 und 2, das klicke ich einfach an und entferne das und damit ist das auch weg. So, jetzt muss hier unten drunter noch eine Beschriftung rein. Das kann ich ganz einfach hier sagen, kann sagen Axt, Titel möchte ich gerne reinhaben, primär, horizontal, was auch immer. Das heißt, ich möchte gerne hier einen horizontalen Axttitel reinhaben. Und da habe ich jetzt hier 2017 zu 2010. Und dann machen wir hier noch einen aussagekräftigen Diagrammtitel. So, jetzt ist es so, dass das nicht so ganz aussagekräftig ist. Also man soll da hier ein bisschen optimieren, die Ansicht. Wie optimiere ich das Ganze? Ich gehe hier drüben auf Optionen. Das heißt, ich gehe mal hier drauf und sagen Achsen formatieren und Achse formatieren. Und dann habe ich hier drüben Formate. Ja. Wenn wir hier mal gucken, alle. Beiden Seiten beginnen, haben mindestens 15 oder 10. Das heißt also, wenn ich hier das Minimum zum Beispiel auf 10 setze, sieht es schon optisch besser aus. Ich sehe halt hier genauer. So können wir nochmal setzen. Ich setze mal angenommen auf 15. Ja, und schon wirkt es noch klarer. Jetzt gucke ich mir das mal an, nochmal in dieser Mustervorlage, die wir da hatten. Ja, also die Schritte sind jetzt hier unerheblich, können jetzt hier nochmal Teilstriche machen und könnt jetzt hier sagen, hier mal im Zweier-Schritte das Ganze getrennt. So, ziehen wir das mal ein bisschen größer. Ja. Also das, so sollte das Ganze rauskommen. Ja. Ja, jetzt ist hier noch so ein kleiner Rahmen drumherum, den kriegen wir auch rein, wenn wir hier das Ganze nochmal anklicken, hier auf Füllung und Linie. Und da gibt es hier Rahmen, da nehme ich einen einfarbigen Rahmen schwarz und dann habe ich hier schon diesen Rahmen drumherum. Ja, und dann passt das auch schon, da kriegt ihr auch dann eure Punkte drauf. Da hätte ich ja noch fast was vergessen. In dem Muster sind hier an den Seiten noch so kleine Strichchen dran. Ja, also wenn ich hier auf diese Leiste gehe, also auf diese Achse gehe, Rechtsklick, Achse formatieren, komme ich ja wieder hier mal in Achse formatieren Ding rein. Da gibt es hier Teilstriche und da kann ich hier innen und außen zum Beispiel wählen, ja, oder Kreuz. Das sieht dann so aus, das heißt, es wird hier so ein Kreuz drumherum. So, das heißt aber hier wollen sie Striche außen haben. Ja, genau das. Theoretisch könnte man das auch hier machen. Ne? Achse formatieren, Teilstriche und dann Haupttyp außen. Und dann haben wir hier so einen kleinen Strich dran. Fertig aus. Ja, kleiner Nachtrag noch. Ich habe gerade einen Fehler entdeckt. Und zwar soll ja hier nicht unten 2017 zu 2010 stehen, soll ja hier zeigen, das sind die Werte Datenreihe 1, also hier Zulaut Druckgeräusche 23. Seht ihr schon, okay, das ist hier aus Anzahlnennung 2017, das ist Anzahlnennung 2010. Also hier muss, das darf das nicht drinstehen, sondern hier muss also eine Legende rein. Also okay, schmeißen wir das mal gerade wieder raus. Ein schönes Plus. Haben wir denn hier Legende? Da auf den kleinen Pfeil. Ich möchte die Legende unten haben. Ja,
Jetzt kann ich das hier unten bearbeiten. Ich klicke das an, Rechtsklick, Daten auswählen, Datenreihe 1. Da wissen wir jetzt, okay, das war jetzt 2017, also das jetzt hier. Geht auf Bearbeiten und sage einfach hier Reihenname 2017. Und bei Datenreihe 2, das ist hier unten die Bearbeiten und sagt da 2010. So, jetzt passt das auch genau. Jetzt können wir das dann gleich übernehmen. Ja, kommen wir zur Aufgabe 2. Da habe ich ja schon mal was vorbereitet. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das jetzt hier geht, die Aufgabe 2 habe ich im Rahmen des Videos Aktenvermerke und interne Mitteilungen schon mal bearbeitet. Einfach hier oben auf diesen Link da klicken, der hoffentlich genau in der Stelle verlinkt. Und dann seid ihr in dieser Aufgabe drin. Hier geht es also darum, also habe ich dann erklärt, was wir hier wie machen, wie das auch mit diesen Legendenfunktionen hier geht und so weiter. Da ist das nochmal genau erklärt, will ich jetzt hier nicht nochmal separat drauf eingehen. Hier haben wir noch Fehler im Vergleich zu einer Befragung aus dem Jahr 2010. Genau. Gut, hier soll also die Grafik rein, die haben wir hier drüben. Klicke ich an mit Steuerung C für Kopieren und hier drüben einfach mit Steuerung V für Einfügen. Wenn ihr das so macht, gibt es hier die Möglichkeit, hier unten Einfügeoptionen. Könnt ihr auch, wenn ihr Rechtsklick macht, habt ihr auch diese Einfügeoption. Könnt ihr hier verschiedene Sachen wählen. Hier, was ich immer persönlich ganz interessant finde, ist hier ursprüngliche Formatierung beibehalten und Daten verknüpfen. Das hat den Vorteil, sobald ihr was in der Excel-Datei ändert, würde sich auch hier in der Word-Datei was ändern. Gut. Jetzt müssen wir noch ein paar Anpassungen vornehmen. Hier oben sollte keine Überschrift rein, also das sollte hier dieser Diagrammtitel, der soll weg. Den haben wir weg. Dann ist hier immer noch ein Rahmen um dieses ganze Diagramm, das soll auch weg. Oder der soll weg. Können wir hier Rechtsklick drauf, Diagrammbereich formatieren, also genauso wie ihr das in Excel auch machen könnt. Dann sind wir hier bei Rahmen, keine Linie. Und wenn ich hier wieder zurückgehe, habe ich auch keine Linie mehr. Gut, jetzt sieht es optisch noch nicht ganz so doll aus. Ich mache das mal kleiner. Ich bin hier auf zwei Seiten. Das darf auch nicht passieren. Also fangen wir mal ein bisschen an zu formatieren. Wir machen das mal hier ein bisschen kleiner, ein bisschen höher, ein bisschen schmaler. Bis wir dann hier, zack, auf eine Seite kommen. Also es ist ein bisschen Bastelarbeit. Ich mache es noch ein bisschen kleiner, weil uns fehlt hier noch eine Überschrift drüber. So. Und ich kann nur sagen, so, damit ich das hier nochmal ein bisschen nach unten ziehen kann, weil das nicht geht, gibt es hier auch wieder Layout-Optionen, weitere Optionen, Textumbruch, passend. Also passend sind immer so meine Lieblingsfunktionen. Dann kann ich das so ein bisschen schön runterziehen, dass das hier schön auf einer Ebene ist. Auch hier wieder Überschriften, Teilüberschriften in Fett darstellen. So, und da haben wir das Ganze jetzt auch hier nochmal ganz konkret mit den richtigen Werten. Also auch hier nochmal alles konkretisiert. So, das alles Ganze verlinke ich euch, alles im Original. Gut, viel Erfolg mit der Prüfung und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ja, abonniert den Kanal und dann kriegt ihr immer mit, wenn was Neues von mir kommt. Bis dann, tschüss!